Du hörst den Podcast vom Kinder- und Jugendstadtrat Nordhausen. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Q-Star-Podcast Gerade Kurve. Ja, hallo an dich und vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Doch, ich würde erstmal sagen, wir stellen uns gegenseitig vor. Mir gegenüber sitzt mich die liebe Laura. Also, ich bin Laura, hallo. Hallo. Und ich bin Anna. Und wir beide sind die Moderatoren von diesem Podcast. Allerdings sind wir natürlich nicht die einzigen aus dem Q-Star, was übrigens die Abkürzung für Kinder- und Jugendstadtrat aus Nordhausen ist. Ja, wir sind nämlich eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von etwa 13 bis 17 Jahren aus ganz unterschiedlichen Regionen vom Landkreis Nordhausen. Und in diesem Podcast möchten wir euch einfach mal ein bisschen was von uns erzählen, was wir so machen, was wir noch vorhaben und dir als Zuhörer ein paar Infos geben. Liebe Laura, würdest du so nett sein und einmal unsere Entstehungsgeschichte erzählen? Es war einmal im alten Jahre 2018 in der Märchenstadt Nordhausen. Da gab es eine Frau namens Stefanie, die Nordhausen zu einer kinderfreundlichen Stadt verändern wollte. Also suchte sie sich einige Kinder und fing an, die Ideen der Jugend zu verwirklichen. Der Name dieser Vereinigung war schnell gefunden und so entstand der Q-Star. Seit 5 Jahren schlugen wir uns durch die Ungewissenheiten und finden immer wieder Kinder und Jugendliche, die auch ein schöneres Zuhause haben wollen. Mittlerweile ist der Q-Star zu einer 12-köpfigen Mannschaft herangewachsen, auch mit einem Leitungswechsel im Jahre 2019. Und doch ist Steffi ein fester Bestandteil der Gruppe. Und gemeinsam kämpfen wir für die Umsetzung vieler Ideen und Pläne. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie und setzen ihre Projekte noch heute um. Ende. Hallo und willkommen hier zurück bei Gerade Kurve, dem Podcast vom Kinder- und Jugendstadtrat Nordhausen. Ich bin Anna. Und ich bin Laura und wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir ja den ganzen Q-Star mal vorgestellt und heute wollen wir mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir eigentlich schon alles so gemacht haben. Da ist nämlich echt einiges schon zusammengekommen seit 2019. Genau deswegen gehen wir heute die Jahre ein bisschen durch und erzählen euch genauer unsere Projekte. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit 2019 und dafür haben wir ein Urgestein vom Q-Star hergebracht, nämlich die liebe Romy. Hallo, freut mich hier zu sein. Dann wärst du mal so lieb und würdest mal erzählen, was wir 2019 alles so geschafft haben. Klar, also 2019 haben wir mit dem Projekt Wir mögen es bunt angefangen. Dabei haben wir Samenkugeln hergestellt und auch beim Fest im Park Rohnenrode verschenkt. Wir haben auch Hochbeete und Insektenhotels gebaut, mithilfe der Kooperation mit dem Bildungswerk Nordhausen. Die habt ihr vielleicht schon mal auf dem Platz neben dem Altenheim an der Rautenstraße gesehen. Gerade stehen sie aber im Garten der Flohburg. Im Winter hatten wir dann die Hochbeete auch noch dekoriert. Da haben wir wirklich viel gelernt, was man alles dafür tun kann, damit die Welt ein bisschen grüner wird. Und es war auch natürlich echt cool, nach der Arbeit die fertigen Hochbeete in Nordhausen zu sehen. Ach, und zum Schluss hatten wir auch noch die Spendenaktion zum Friedensfest für 2 neue Stolpersteine. Was natürlich eine Ehre war, da wir auch bei der Stolpersteineinsetzung in der Straße auf dem Sand dabei waren. Die waren auch echt besonders, da von 2 den Opfern Grete Ballen und Ruth Sophie Ballen Bilder verfügbar waren. Und auch Familienangehörige vor Ort waren. Das war natürlich echt bewegend. Das stimmt, das wird wahrscheinlich auch immer in meiner Erinnerung bleiben. Danke, Romy. Gehen wir dann doch gleich zu 2020 und das wird uns die liebe Nele erzählen. Hallo, ja, also 2020 haben wir angefangen, unser Logo zu gestalten. Das könnt ihr ja heute in Form unseren Schriftzuges und Q-Star-Baum erkennen. Wir hatten auch noch das Wissenschaftsprojekt Plastikpiraten zum Clean-Up Day in der Kooperation mit dem Kinderheim Frohe Zukunft. Da haben wir an der Zorge Müll gesammelt und untersucht, was für Müll dort alles landet. Das war wirklich krass mit anzusehen, was da alles für Müll landet. Und gleichzeitig war es echt cool zu erleben, was man alles schaffen kann, allein an einem Tag. Wir haben aber auch noch 4 Lehrtafeln für das Streuobstwiesenprojekt im Borntal erarbeitet. Da haben wir wieder mit dem Bildungswerk Nordhausen zusammengearbeitet. Und was wir auch noch geschafft haben, was vielleicht auch einige von euch kennen, ist die legale Graffiti-Wand am Petersberg. Die haben wir als Projekt zusammen mit der Jugendkoordinatorin eröffnen können. Auf unserer Website gibt es sogar ein kurzes Video mit dem Oberbürgermeister. Da es zu Corona war, leider nur in einer kleinen Runde. Also, wie ihr seht, haben wir 2020 einiges geschafft. Aber das war es ja noch lange nicht. 2021 stelle ich jetzt mal vor. 2021 haben wir es geschafft, die Lehrtafeln auf der Streuobstwiese Borntal zu beenden. Weißt du die berühmte Geschichte dazu noch?
Ey, jedes Mal, wenn ich daran denke, ich muss immer so lachen. Ihr müsst wissen, dass die Streuobstwiese oben in Nordhausen Nord ja sind. Und bei dem ersten Besuch dort wussten wir alle nicht so genau, wie wir da hinkommen. Also wir standen halt auf dem Aldi-Parkplatz und mussten halt irgendwie auf diese Streuobstwiese kommen. Jedenfalls standen wir dann alle auf so einem steilen Berg mitten in diesem kleinen Wäldchen, überall Wurzeln und Steine. Und wir haben halt noch gesagt, wir können da nicht runterlaufen, weil es halt echt schwierig war, da runterzukommen überhaupt. Ja, und genau dann, in dem Moment, fällt Ricky ihr Rucksack darunter und rollt diesen kompletten Abhang runter. Und es war so lustig, weil wir mussten ja den Rucksack holen, weil den hätten wir ja da unten nicht liegen lassen können, einfach so. Ja, ich weiß noch, dass ich gar keine Lust hatte, da runter zu gehen, aber am Ende war es wirklich lustig. Gibt's davon eigentlich noch Fotos? Weiß ich nicht so wirklich. Also wenn wir welche finden, können wir die ja mal hochladen. Jedenfalls war es echt lustig. Aber um zurückzukommen. Wir haben auch die Graffiti-Wände auf dem Petersberg erweitert und durch die Jugendkoordination zusammen mit den Sprayern wurden sogenannte Kodex-Regeln erarbeitet. Zudem haben wir ein Video im Rahmen des Klimapavillons der Aktion Nachhaltiges Nordhausen nachgefragt gedreht. Beteiligt haben wir uns auch noch am neu gegründeten Beitrag Demokratie leben. Und final war auch die Geburtsstunde unserer Kiostar-T-Shirts, die ihr auch immer mal sehen könnt, wenn wir in Action sind. 2022 haben wir uns bezüglich der Spiel- und Freizeitanlage in Nordhausen Nord sowie mit einer eigenen Stellungnahme in einer Stadtratssitzung im Rahmen eines Antrags zur Sportförderung junger Menschen eingebracht. Bei dieser Stellungnahme haben wir einfach ein bisschen geklärt, wie wir dazu stehen, wie man Sport hier in Nordhausen fördern sollte. Außerdem hatten Anna und ich auch die große Ehre, als Vertretung des Kiostars als Jurymitglied beim Rolandsfest zu sein. Das war wirklich toll. Wir konnten uns auch bei der Planung der Spiel- und Freizeitanlage in Ost und bei dem Aktionstag Fußverkehr einbringen. Mitte 2022 haben wir auch endlich etwas in die Hand genommen, was unserer Öffentlichkeitsarbeit hilft. Denn wir haben unsere eigene Webseite und die erste Folge unseres Podcasts angefangen zu planen. Zudem haben wir auch das städtische Museumsprojekt Gärtnern in der Flohburg unterstützt. Zusammen in der Kooperation mit dem Kindergarten Domschlösschen. Wir haben auch am Projektstart Freebox des Kinder- und Jugendparlaments mitgewirkt. Ende 2022 hatten wir uns auch bei der Aktion Faces for the Names beteiligt. Da haben Rike und Anna die Lebensläufe zweier jüdischer Opfer vorgelesen, deren Bilder an das Haus, in dem die Opfer gewohnt haben, angestrahlt wurden. Auch wieder echt krass mitzuerleben. Das war aber auch schon alles vom letzten Jahr. Zum Schluss stellt euch Lea noch das Jahr 2023 vor. Ja, super. Und was haben wir weiterhin umgesetzt, Nils? Wir hatten die Beteiligung an der Ausstellungseröffnung Kinder- und Zwangsarbeit im 21. Jahrhundert. Da hatten wir wirklich schöne Gespräche mit allen möglichen Menschen. Zudem gestalten wir eine Kiostar-Postkarte zur Bewerbung und Meinungsabfrage und natürlich die Fortführung dieses Podcasts mit der Kooperation Radio Enno. Und alles weiter, worauf wir Lust haben. Danke. Und damit haben wir euch hoffentlich ein bisschen näher bringen können, was wir alles schon geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, tschüssi. Bye bye. Aber gerne doch. In diesem Jahr hatten wir nämlich noch mehr öffentliche Tätigkeiten. Bedeutet, wir haben den Begleitausschuss Demokratie leben weitergeführt und sind auch noch Mitglieder in der Steuerungsgruppe Kinderfreundliche Kommune Nordhausen und im Beirat des Zukunftspakets Bewegung, Kultur und Gesundheit geworden. Dazu kann uns Romy noch ein bisschen mehr erzählen. Also, im Zukunftspaket Bewegung, Kultur und Gesundheit haben wir angefangen mit einem Sportprogramm. Dort haben uns zwei Sportler erzählt, was ihre Pläne sind. Da wollten sie ein Wochenendcamp machen für Schüler und Schülerinnen der ersten bis vierten Klasse. Weitergemacht haben wir dann mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Projekten für Kinder von Kindern oder auch für Jugendliche von Jugendlichen. Es waren wirklich allerlei Sachen, von über Meerjungfrauenpartys, über Sport, über Gesundheit, über alles. Es war wirklich ein sehr großer Mix von Aufgaben. Wir durften dort auch bestimmen und unsere Beiträge dazu leisten, was wir davon halten und wie man das verbessern könnte. In Freundliche Kommune Nordhausen haben wir angefangen damit, so Art wie Sachen für Kinder rauszuschreiben und uns Sachen auszusuchen, die wir gerne machen möchten und umsetzen möchten. Da sind jetzt zum Beispiel zustande gekommen eine Exkursion ins Rathaus für Schüler und Schülerinnen. Das möchten wir gerne umsetzen. Genauso wie wir ein Kinderrechtefest in Nordhausen umsetzen möchten.
Danke. Wir haben es auch geschafft, die erste Folge dieses Podcasts in Kooperation mit Radio Enno zu veröffentlichen. Wir haben auch noch richtig coole Roll-Ups und weitere Werbematerialien designt. Was ja gerade aktuell bei dieser Aufnahme war, ist die OberbürgermeisterInnenwahl in Nordhausen. Dazu haben wir Poster und Flyer, aber auch How-to-go-Wählen-Video und das Kandidatenvideo gedreht. Dazu hatten wir eine Podiumsdiskussion für Schulen gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendparlament und der Jugendverbandsarbeitskoordination umgesetzt. Das war sehr interessant zu sehen, da die Kandidaten gar nicht auf die Fragen in der Diskussion vorbereitet wurden und dann natürlich aus dem Nichts die Fragen beantworten mussten. Gerade führen wir das Projekt Freebox weiter und waren auch am Kinderfest am Weltkindertag beteiligt. Das war echt cool. Also, es freut uns, dass du bis hierhin mitgehört hast und wir hoffen natürlich, dass wir dir ein bisschen zeigen konnten, wer wir so sind. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, uns mal zu besuchen, um zu schauen, ob du beim Kiosk mitmachen möchtest, dann kontaktiere uns doch einfach mal unter 0175 725 7957 oder über die E-Mail-Adresse kiostar@nordhausen.de, alles klein und zusammengeschrieben, oder natürlich über unseren Instagram-Account, alles klein und zusammengeschrieben, kiostar_nordhausen. Diese ganzen Kontaktdaten haben wir euch natürlich nochmal in der Folgeninfo verlinkt, damit du jetzt hier nicht mitschreiben musst. Jetzt kommen wir noch schnell zu unserer Lösung, zu der Frage am Anfang. Anna, möchtest du es mir vielleicht verraten? Natürlich. Die Lösung ist Bundestag. Danke sehr. Kein Problem. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr.